Ja, hallo und willkommen zurück bei Costume Quest. Ich weiß gar nicht, wie viele Läden wir noch, wo wir noch anklopfen müssen. Hoppala, falsche Taste. Hier sieht man auch die ganzen GP und alles insgesamt. Ah, wusste ich gar nicht. Die Karten, ich suche aber jetzt unsere. Genau, ein Horn müssen wir noch suchen. Das Kostüm, was Sie sehen wollen. Die Blobkarte, vier Kinder. So, acht haben wir. Also vier Läden. Yeah. Vier Läden gibt es also noch. Die wir, wo wir anklopfen müssen, die sind bestimmt weiter oben. Kann ich hier auch mit der Bahn fahren? Wo komme ich dann hin? Muss man mal gucken gerade, ne? Okay, hier waren wir, glaube ich, schon. Ja, hier waren wir. Sehr uninteressant. Wieder zurück. Mal sehen, wie wir hochkommen wegen die. Ah, jetzt sind wir hier schon wieder. Ist ja dreckig. Ich will dahin, wo ich eben war. Nein, das ist. Okay. Die ist offen. Könnte das eine Falle sein? Ah, wir sind wieder am Anfang. Gehen wir mal rein. Okay. Ah, es sind so eine Art Schnellreisesysteme. Ja. Dann kann ich eben noch die Karte tauschen gehen, ne? Komm. Verdammt! Ich wollte die eigentlich gerade tauschen, die Karte, aber da kam direkt ein Gegner. Das zu Beginn hier. Die müssen aber jetzt eigentlich relativ schnell down gehen, hoffe ich. Ach du Scheiße. Ich glaube, das mache ich doch nicht, wenn ich jetzt hier wieder alles bekämpfen muss. Da habe ich nämlich nicht so wirklich Lust drauf, muss ich sagen. Dafür verlieren sie eigentlich gut und schnell Leben. Ausgewichen, sehr gut. Ja, Angriff. Hätte ich den vorher mal gesehen, wäre ich nicht in den reingerannt, ne? Aber so ist das nun mal. Verdammt, bisschen zu langsam, zu schnell gedrückt. So, und adios, würde ich sagen. Wunderbar. Sieg! So. Obwohl, sollen wir es doch wagen? Wenn wir schon mal hier sind. Auch kann man hier durch vielleicht. Weil da ist nämlich auch direkt wieder einer. Und zu Beginn müsste auch noch einer stehen. Was soll ich denn überhaupt wieder da hinten? Ich meine. Außer halt jetzt, das hat gut geklappt, die Karte einzutauschen. Hehe! Wunderbar! Machen wir das eben, komm Leute. Wo waren das jetzt? Also gibt es doch mindestens noch ein Gebiet, würde ich einfach mal so sagen. Weil, da noch ein Ding entstand, noch so ein Sarkophag. Sarkophag. Und ja. Die Frage ist jetzt. Ah, da ist er ja. Sollen wir tauschen? Eine Schoko. Eine Schokanane-Karte. Wunderbar. Und 200 EP bekommen. Ja, das wollte ich eigentlich nur gemacht haben. Können wir wieder zurück. Aber was sollen wir hier noch großartig, ne? Vielleicht müssen wir später nochmal hier hin, ich weiß es nicht. Oder vielleicht können wir einfach nur aus Spaß hier hin später. Auf jeden Fall, jedes jetzt erstmal wieder so ins Einkaufszentrum, wenn ich den Weg direkt finden sollte. Hier ist er ja. Komm, wir schleichen uns vorbei. Ich habe keinen Bock jetzt hier noch auf Kämpfe, wenn wir hier gar nicht sein müssen eigentlich, ne? Ist ja logisch. So. Hier vorbei am Rand und wunderbar. Und dann wieder zurück ins Einkaufszentrum. Okay, wissen wir wenigstens, wo das, wofür das gut ist. Wow, ganz ruhig. So, fahren wir mal damit wieder. Genau. Genau hier wollte ich, glaube ich. Ja, hier wollte ich hin. So, gucken wir mal, warum wir nicht hoch dürfen. Auf keinen Fall absolut niemand dafür hoch. Es sei denn, Pablo oder Derek erlauben es. Wer ist Pablo und wer ist Derek?
Meinst du, du bist stark genug für die zweite Etage? Ich bin mir sicher, dass Pablo etwas dazu zu sagen hat. Pablo, 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 wo ist Pablo? Ich suche noch den... Ah, dort ist die dritte von der Jury. Warte mal, stimmt. Kann ich hier nicht einfach hoch? Oh, guck mal hier. Truhe. Mit Wolle oder Garn. Und das ist das dritte Horn, sehe ich gerade. Hier waren wir noch gar nicht, oder? Verdammt. Weißt du was? Was? So geht's auch. Haben wir alle Hörner? Ich muss unten die Alte mal fragen, was die für ein Kostüm sehen will. Ja, dann läuft das doch hier. Och du heilige Scheiße. So, auf den Magikus. Das kriegen sie alle ins Gesicht hier. So. Und badabam. Und badabam. Dann machen wir mal den hier, obwohl das war jetzt nicht so schlau. Ich hätte eigentlich eher den Mage genommen. Oh, verdammt. Okay, er kriegt jetzt auch. Okay, das ist nicht gut. Er ist doch erstmal auf den Schläger, weil der gerade am stärksten ist. So. Er hält immer noch den Rucksack. Aber jetzt müsste der theoretisch... Hä? Ah, falsche Taste. Ich Blödkopf. Ich hab's heute, ne? Konzentration lässt ein bisschen nach, aber das kriege ich noch hin. So. Zack. Hymne brauchen wir nicht. Das heißt, wir können dir so ins Gesicht geben. Und Meteorlawine erledigt dann den Rest. Zack. Ach, ist das schön. Alle drei Hörner. Ach. Erst können Pepe oder mit Derek oder Pablo sprechen, weil wir alle Hörner haben. Wunderbar. Das bedeutet für uns, wir kommen wahrscheinlich in die nächste Etage. Ah, die sind da. Aber erstmal will ich wissen, was die einen für ein Kostüm sehen will. Nochmal, ich hab's vergessen. Wo ist sie denn jetzt? Da. Frau Beckley. Ritterlichkeit und Ehre. Ja, Ritter habe ich. Die Frage ist jetzt... Ein Hightech ist der. Ritter habe ich. Und informativ könnte das sein. Versuchen wir es einfach mal. So. Hightech, informativ und Ritter. Komm, Leute. Kann ja nur daneben gehen, ne? Moin. Ich habe mit der Jury gesprochen. Dann fehlt was Informatives, würde ich sagen. Ja. Fehlt das Informative noch? Ja, das finden wir auch noch raus. Dann reden wir halt mit den beiden Blödköpfen, dass wir jetzt weiter wollen. Warte mal, speichern noch kurz. So. Wieder hoch. Da. Hier ist das dritte Monsterhorn. Wow, ihr habt keine Scherze gemacht. Ihr seid wirklich Monsterjäger. Das ist Quatsch. Wir halten uns doch selbst von ihnen fern. Und ihnen die Hörner zu nehmen, ist irgendwie grausam. Wir hätten nicht gedacht, dass ihr das wirklich macht. Aber egal, viel Spaß da oben. Oh Mann. Ein Monsterjäger-Abzeichen, okay. Hey, wir haben etwas, das euch auf eurem Selbstmordkommando helfen könnte. Hier, nehmt das. Ninja-Kostüm. Und wir haben es auch direkt hingekriegt. Was hast du über Ninjas gesagt? Nichts, ich versuche nur auf cool zu machen. Cool, ein Ninja-Kostüm, das können wir uns verstecken. Das ist wirklich sehr cool. Die Frage ist, wie macht sich das im Kampf bemerkbar? Ich würde sagen, ich bleibe bei meinem Roboter. Und der hier, oder die Alte, nimmt das Ninja-Kostüm. Schauen wir da mal, ne? Okay, der kriegt jetzt erstmal wieder auf den Popo. Mit der Tüte. So, mal sehen, wie der Ninja abgeht. Sehr cool. Bestimmt kann er so Stealth-Attacken und so einen Quark. So, erstmal wie immer, alle kriegen ins Gesicht. Die sind Level 7, sehe ich gerade. Erstmal du. Batz. Dann mit der Lady.
Und die Lucy macht auch mal einen einfachen Angriff. Bäm. Not bad. Verdammt! Gerade so überrascht von der Not bad Attacke. Jetzt hauen sie alle auf den armen Ninja. Ich würde aber gerne auch vorher die Attacke von dem sehen. Die Special Mega Super Attacke. So, kommt der jetzt dran. So, und der greift den nochmal so an. 84 bei einem normalen Angriff ist schon not bad, finde ich. So, Gegenangriff kommt. Verdammt. So, Raketenhagel auf. Ah, war der falsche, egal. Ich mach den Hagel einfach. Der rotzt fast alles weg. Hinde, um mal alle ein bisschen zu heilen. Mal sehen, was jetzt der Ninja drauf hat. So, Ninja, was kannst du denn Schönes? Die Rauchbombe. Machen wir mal auf den. Ein Gruppenmitglied, okay. Mach mal auf dich selbst. Okay. Das können die dir nicht angreifen, oder was? Ja, ist halt, okay. Greifen die das Mitglied nicht an. Für eine Runde anscheinend. Finde ich jetzt eigentlich nicht so toll. Komm, machen wir mal den. Das Kostüm ist eher ein bisschen, naja. Informativ ist es eigentlich auch nicht, fällt mir gerade so ein, dass ich den, damit das Kostümwettbewerb gewinnen könnte. Also es ist eigentlich ziemlich überflüssig. Er kann halt schön angreifen, aber das war es auch schon, wa? Der Attacke von dem ist eher mehr schlecht als recht. Den werde ich direkt wieder austauschen. Und Ninja ist halt nicht informativ. War es dieses Hartz IV Ding jetzt, oder? Tatsache, dass da was nach Hartz IV aussah, war im Endeffekt Ninja. Ja. Nicht wirklich mein Fall. Den werden wir direkt wieder tauschen. Wieder zu dem Weltraummann. Der war in jedem Fall besser. Wir klopfen hier nochmal an. Und ein Mensch. So, schön den Bügel voll machen hier mit Süßkram. Oh, den Popo. Naja, Ninja war jetzt nicht so toll. Ich bin auf den Kürbis gespannt, falls wir den auch zusammenkriegen sollten. Der könnte extrem lustig werden. So, zwei Dicke sind wir da. Da haue ich hier mit meinem Weltraummann ordentlich drauf, anstatt jemanden im Rauch zu verstecken. Aber es muss ja, beim Ninja sollte das ja schon so sein, dass er so ein bisschen mit Rauchbomben anspielt. Aber fällt mir das doch hier deutlich besser. Wenn der andere mehr Damage machen konnte mit dem Angriff. Fuck. So. Krepier. So, du kriegst auch dein Fett weg. Und. Na, verdammt. Wird aber ziemlich knapp hier. Hymne. Für alle Fälle. Aber wenn ich mit dem angegriffen hätte, wäre der down gewesen. Aber egal. Ich denke an meine Gruppenmitglieder. Bitte, Lawine, mache ich ihn auch fertig. Jeder mal seine Spezialfähigkeit zeigen in einem Kampf. Ist auch was Schönes, ne? So. Sieg. Und wieder eine S-Mütze. Ja, da kann wieder einer. Will einer tauschen? Was will der denn? Ein fettes lila Monster hat meine Schleimkäfer-Helvin-Karte gestohlen. Kannst du sie mir zurückholen? Ich gebe dir dafür eine Karte, die du brauchst. Brauchst du wegen dem Monster keine Sorgen mehr zu machen hier. Ah, mein Schleimkäfer, ja, hast du die schon? Die habe ich gebraucht, danke. Welches ist, wird aber auch nicht gesagt, schade. Auf jeden Fall, allen, die wir brauchen. Was ist hier los? Oh, eine Truhe. Und wieder Süßkram, 50 Stück an der Zahl. Ich würde sagen, der Part hier, den beende ich jetzt auch.
Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Mal sehen, wie es weitergeht. Ob wir noch ein Kostüm finden, das informativ ist. Weil, was ist denn hier Kostüm informativ? Ich weiß ja nicht. Wir werden mal schauen, ne? Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Und bis dahin, adios amigos. Ja, hallo und willkommen zurück bei Costume Quest. Ich weiß gar nicht, wie viele Läden wir noch, wo wir noch anklopfen müssen. Hoppala, falsche Taste. Hier sieht man auch die ganzen GP und alles insgesamt. Ah, wusste ich gar nicht. Die Karten, ich suche aber jetzt unsere... Genau, ein Horn müssen wir noch suchen. Das Kostüm, was Sie sehen wollen... die Blobkarte, vier Kinder. So, acht haben wir. Also vier Läden. Yeah. Vier Läden gibt's also noch. Die wir, wo wir anklopfen müssen. Die sind bestimmt weiter oben. Kann ich hier auch mit der Bahn fahren? Wo komme ich dann hin? Müssen wir mal gucken gerade, ne? Okay, hier waren wir, glaube ich, schon. Ja, hier waren wir. Sehr uninteressant. Wieder zurück. Mal sehen, wie wir hochkommen wegen die Nieten. Ah, jetzt sind wir hier schon wieder. Ist ja dreckig. Ich will dahin, wo ich eben war. Nein, das ist... Okay. Die hier ist offen. Könnte das eine Falle sein? Ah, wir sind wieder am Anfang. Gehen wir mal rein. Okay. Ah, das sind so eine Art Schnellreisesysteme. Ja. Dann kann ich eben noch die Karte tauschen gehen, ne? Komm. Verdammt! Ich wollte die eigentlich gerade tauschen, die Karte.